Ja, hallo, hier sind die Frauen am Brunnen. Wir sind im März 2020 und wir setzen die Typologienreihe fort. Und heute soll es um die Archetypen der Seelen gehen. Und dazu haben wir Marion Locker, die uns einen Vortrag halten wird. Und dann werden wir das noch weiter in der Tiefe ergründen, das Thema. Aber bevor wir hereingehen, da wollen wir erstmal ein ganz kurzes Check-in der Teilnehmerinnen machen. Ich bin die Heidi Hörnlein aus Italien, das im Moment mit Coronavirus in Isolation lebt. Aber ich meine, ich lebe sowieso auf dem Land, meistens alleine und insofern macht es für mich keinen großen Unterschied. Aber ansonsten freue ich mich auf das Thema. Denn die Archetypen der Seelen haben wir schon mal vor 2, 3 Jahren kurz angesprochen und da habe ich mir das Buch gekauft und finde es sehr interessant und ich hoffe, dass ich heute noch ein bisschen mehr Klarheit und noch ein bisschen mehr darüber erfahren kann. Soweit zu mir und ich gebe weiter heute an Martini. Sie ist das erste Mal bei uns und vielleicht kannst du ein bisschen länger erzählen, woher du kommst, was du machst und so weiter. Aber nicht 5 Minuten lang, ja? Also. Nein, nein, nein. Ich bin geborene Niederländerin. Ich wohne in Kritzendorf, bin verheiratet, habe 2 Kinder und bin Malerin. Und ja, ich bin mit Ken Wilber in Kontakt gekommen durch das Buch Gnade und Mut. Das ist ungefähr vor 30 Jahren. Und da war ich selber in einer Situation wie seine Frau. Und ich bin am Leben geblieben. Und dann habe ich eine Zeit lang Ken Wilber eigentlich nicht mehr so intensiv betrachtet. Und ja, jetzt habe ich wiederum ihm ein bisschen näher kennengelernt. Und ich arbeite an einer Ausstellung und die heißt Die Frau am Brunnen. Ja, und dann habe ich zufällig euch da gesehen im Internet und da habe ich gedacht, boah, ist das schön. Und dann bin ich eben mit Heidi in Kontakt gekommen und ich bin also überrascht über diese Möglichkeit und ich bin sehr gespannt, was es bringt oder was es, ja, wie wir gemeinsam also viel Inspiration auftun, weil die Text vom Brunnen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von Johannes, ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Text. Und ich glaube, jetzt habe ich genug gesagt. Danke. Du kannst weitergeben an jemand anders. Oh, dann gebe ich weiter an Monia. Hallo, ja, ich wohne in der Nähe von dir, aber doch in Wien. Und ja, es tut sich derzeit Unmengen im Integralen und ich weiß gar nicht, wo ich noch überall mitwirken kann. Aber es ist plötzlich sehr spannend geworden für mich. Und ja, wie weit also mein Archetyp der Seele hier jetzt zum Tragen kommt, hoffe ich heute irgendwie zu hören auch. Und gebe weiter an die Daniela. Ja, Daniela im Süden von Deutschland. Ich lebe in Fürth. Das Integrale ist, ja, Monja, du hattest das gerade schön gesagt, gerade ganz viel auf dem Tablett irgendwie. Und was mich momentan sehr beschäftigt, ist einfach die Welt. Sie beschäftigt mich immer, aber so, ich fühle mich sehr in einem Austausch damit. Und die Archetypen der Seele kenne ich ein bisschen und freue mich jetzt. Weil ich halte es für einen anderen Blick auf Typologien. Ja, deswegen freue ich mich auf heute Abend einfach. Und ich gebe weiter an Anna. Danke. Ich bin Anna. Ihr versteht mich, ja? Ja? Okay. Bin auch im Süden in Bayern, in der Nähe von München. Und ja, bin jetzt bestimmt schon seit 10 Jahren im integralen Feld, kenne auch Mut und Gnade, also von vor 30 Jahren. Und habe letztes Mal über Human Design, also in der Typologie und vor allen Dingen die Gene Keys
was erzählt hier zum zweiten Mal und das will ich einfach teilen. Ich bin gerade sehr in einer Gruppe, in einem Gruppenprozess, das nennt sich Delta, also wo 7 Leute 7 Wochen lang 7 verschiedene Genschlüssel kontemplieren und sich austauschen, um sowas wie ein Gruppenbewusstsein anzuheben, also in der Frequenz. Und das ist ein spannender Prozess. Genau. Jetzt gebe ich weiter an die Marie-Rose. Hallo, ich bin aus Luxemburg und ich habe die Seelenmatrix-Seminar bei Wada und Frank habe ich 2002, 2003 gemacht, auch das Seelenfamilienseminar. Und ich habe mich viel damit beschäftigt und auch zum Teil einfach so von mir aus damit gearbeitet, so wie es für mich stimmig war. Ich bin schon auch sehr lange im integralen Kontext drin, auch seit Ende der 90er. Und ja, ich freue mich sehr, auch dich, Marion, jetzt mal kennenzulernen. Wir hatten mal einen kurzen Austausch über Facebook und habe schon viel von dir gehört. Ich gebe weiter an Hilde. Nicht da. Ich freue mich, dass ich hier in diesen Kreis eingeladen wurde, denn eure Gruppe kommt mir tatsächlich als etwas ganz Besonderes vor. Ich selber habe Kontakt auch zum Integralen schon vor Jahren gehabt. Mut und Gnade war auch ein Buch von Ken Wilber, was ich sehr gerne gelesen habe. Ein paar andere habe ich angefangen und nicht richtig verstanden. Aber die Spiral Dynamics sind schon etwas, was mich in meiner Arbeit im Businessbereich intensiv begleitet hat. Die Archetypen der Seele allerdings sind etwas, was mich nicht nur intellektuell sehr inspiriert hat, sondern auch emotional berührt. Ich habe das 1995, das heißt also jetzt vor 25 Jahren, kennengelernt und hatte mich vorher schon mit diversen anderen, in Anführungsstrichen, Typologien befasst. Und die fand ich auch alle so ganz interessant. Aber tatsächlich erfasst und berührt hat mich erst diese. Und ich habe dann im Laufe der Jahre immer darauf gelauert, dass endlich das nächste Buch rauskam, was ich in die Finger kriegen konnte. Und es hat dann aus diversen Gründen relativ lange gedauert, bis ich das erste Mal im Seminar gewesen bin, bei Wada Hasselmann und Frank Schmolke, das war 2009. Da habe ich dann auch meine eigene Matrix erfahren, was ein wirkliches Geschenk gewesen ist. Was eine Matrix ist, das werde ich dann im Laufe unseres Beisammenseins noch genauer erläutern. Und es war mir auch völlig klar, eigentlich schon vor dem ersten Seminarbesuch, dass ich in irgendeiner Form damit arbeiten wollte. Ich habe das dann auch sehr bald in meine Coaching-Zusammenhänge mit einfließen lassen. Und ich habe 1,5 Jahre mit einer Gruppe, die ich damals hatte, einen Forschungskreis, den ich initiiert habe, 1,5 Jahre lang damit experimentiert und geforscht, wie ich die Aufstellungsarbeit mit dem Konzept der Archetypen verbinden und vereinen kann und habe daraus eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufstellungsformaten entwickelt. Und das ist total beglückend für mich, sozusagen meine beiden Herzensthemen, die systemische Aufstellungsarbeit und die Archetypen, tatsächlich so vereint zu haben. Ansonsten bin ich Mentorin für Sinn und Wandel. Das bezieht sich auf Menschen, die persönlich und privat zu mir kommen, aber ich arbeite eben auch mit Unternehmen zusammen und da interessiert mich insbesondere das Thema Führung und Entwicklung von Führungskraft und emotionale Führungskompetenz. Und in all diesen Bereichen ist die Kenntnis und die Arbeit mit den Archetypen einfach eine sehr, sehr große Bereicherung.
Jetzt weiß ich nicht, ob noch ein Auge trocken geblieben ist oder ob es noch Fragen von euch erstmal zu meiner Person oder meiner Arbeit gibt. Für euch anderen? Ich hätte eine Frage. Mich würde vor allem interessieren, wie du die Seelen, die Archetypen, mit emotionaler Führungskompetenz kombinierst. Das ja. wäre also derzeit ein sehr aktuelles Thema mhm. im integralen Forum. Das würde uns sehr interessieren, mich sehr interessieren. Ja, okay, ich habe das mal notiert und werde das dann, wenn es in den Kontext passt, gerne aufgreifen. Mhm. Vielleicht ist es auch eine ganz gute Gelegenheit, zusätzlich zu meiner Frage, ob es noch Fragen an mich gibt, gleich euch nochmal anzuhören. Was gibt es für Fragen, die ihr an das Thema habt, an die ich vielleicht meine Erläuterungen dann gleich anknüpfen kann? Marion, mich würde interessieren, wie du das siehst, diesen Zusammenhang der Seelen, also der Archetypen der Seele mit dem, was du vom Integralen, dem Wilberschen Integralen oder anderen integralen Ansätzen kennst. Einfach weil ich erlebe manchmal, dass Leute das nicht einbinden und ich das nicht verstehen kann. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du dazu auch was sagst. Das kann ich gern tun. Hm? Also für mich hängt es eh zusammen, aber du findest vielleicht durch die Erfahrung mehr Worte, andere Worte. Mhm. Danke. Mhm. Was gibt es noch für Punkte? Ja, vielleicht nochmal darauf klar machen, warum ist das eine Typologie? Ne, man könnte sagen, ja, Seele und das klingt alles so ein bisschen wie, ja, und das ist doch spirituell irgendwas. Aber wieso ist das eine ernstzunehmende Typologie? Okay, gut. Es ist ja nun die Situation. Ich habe eine Frage. Ja. Wer entscheidet oder wer vergibt sozusagen die Typologie? Du meinst, wer die Bestimmungen der Typen. Mhm. Mhm. Okay. Hier ist nochmal Hilda, irgendwie ist mein Telefon ausgefallen. Aber jetzt hören wir dich, Hilda. Ja, ich weiß noch nicht. Jetzt hören wir dich, ja. Frage. Okay. Also ich bin Hilde und bin schon sehr, sehr lange mit Wada Hasselmann am Zusammenarbeiten und bin in dem Thema sehr tief drin und freue mich, dass es jetzt hier auch aufgenommen wird und bin jetzt gerade hier in eine Archetypengruppe. Also wir haben hier die Berliner Gruppe, das Treffen, und es geht auch in 10 Minuten los. Also ich werde dann auch wieder gehen müssen, aber ich freue mich und höre jetzt gerne erstmal zu. Okay, dann Marion, los geht's. Ja, also ich stehe jetzt vor der Situation, mit euch hier ein sehr heterogenes Publikum vorzufinden, was die Archetypen angeht. Wir haben sozusagen mit Hilde und Marie-Rose zwei ausgesprochene Expertinnen und wir haben Menschen, für die das Thema erstmal ganz neu ist und ich versuche so ein bisschen ein Kompromiss zu machen. Also, die Archetypen der Seele sind eine Lehre davon, wie die energetische Struktur unsere Seele, unsere Persönlichkeit prägt. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ihr alle, wie ihr da sitzt, auch meint, dass ihr eine Seele habt, oder? Ich denke mal ja. Und da die Seele nichts Gegenständliches ist, muss sie ja etwas Innerliches sein. Und die Archetypen der Seele sind ein Konzept, eine Lehre davon, aus welchen unterschiedlichen Energien, die dann unsere Persönlichkeit bilden, mit der wir auch schon auf die Welt kommen, in die jeweilige Inkarnation. Aus welchen Energien also unsere Seele zusammengesetzt ist, um an uns etwas ganz Bestimmtes in die Welt bringen zu lassen und um ganz bestimmte Arten von
Erfahrungen zu machen, die diese sogenannte Seelenmatrix, so nennt man diese energetische Formation, zum Ausdruck zu bringen. Marion, ja? Ich höre dich ab und zu sehr schlecht, dass deine Stimme wegfällt. Ja. Habt ihr das auch oder nur ich? Also ich hatte gesagt, unsere Seele hat eine energetische Struktur. Und die würde ich jetzt euch gerne kurz erläutern. Also, nach den Archetypen der Seele, und wenn ich das jetzt so referiere, dann tue ich es mal so sprachlich, als sei es die Wahrheit. Natürlich wissen wir alle, es ist ein Erklärungsmodell. Also, nach den Archetypen der Seele gibt es im Universum 7 unterschiedliche Arten von Energie. Und ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, das Chart? Ja, also es gibt 7 unterschiedliche Arten von Energien, die mit archetypischen Namen benannt sind, damit sie für uns Menschen begreifbar und erfühlbar und erfassbar sind. Und diese 7 Energien nennt sich die Energie 1, die 1, die eint, die Heilerenergie. Die Energie 2 entzweit. Sozusagen, wenn aus der Einheit die Zweiheit entsteht, muss sich etwas entzweien und ein Dual bilden. Und das ist die Künstlerenergie. Wenn die 3 dazukommt, bildet sich plötzlich eine Richtung auf ein Ziel zu. Das ist die Energie 3, die Kriegerenergie genannt wird. Kommt ein 4. dazu, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Würfel, entsteht plötzlich eine Form mit einer leeren Mitte. Das ist auch das, was die sogenannte Gelehrtenenergie kennzeichnet. Kommt ein 5. dazu und ich visualisiere innerlich wieder einen Würfel, ist da in der Mitte plötzlich ein Punkt, der die 4 anderen im Außen verbindet und die Kommunikation herstellt. Das ist das, was die Energie 5, die Weisenenergie, besonders auszeichnet. Die Energie 6 bringt eine neue Dimension hinein. Wir haben uns hier jetzt auf der horizontalen bewegt sozusagen und durch die Energie 6 kommt die Vertikale hinzu, die Materie mit Nicht-Materie und die Welt mit der Transzendenz verbindet, die Priesterenergie. Und dann gibt es die 7, die alles umfasst. Das ist die Königsenergie. Also so sind die 7 universalen Energien in dieser Lehre benannt. Und wenn ihr jetzt diese Vokabeln gehört habt, diese Worte gehört habt, dann hat es möglicherweise schon ein bisschen gerattert bei euch mit der Frage, und was könnte denn jetzt meine Energie sein? Und es ist in der Tat so, dass unsere Seele, man könnte sagen, nicht eine, aber 2 Grundenergien besitzt, die unsere Essenz oder unseren Persönlichkeitskern ausmachen. Deshalb heißen diese Positionen auch tatsächlich Seelenessenz oder Seelenrolle und das Dual dazu der Weg der Seele. Und diese beiden Energien, die uns ausmachen, die hat unsere Seele auch auf ihrem gesamten Inkarnationsweg. Diese Kombination ist also eine fixe Kombination, die unsere Seele immer ausmacht. Bei mir zum Beispiel ist es die Kombination von Weisenenergie und Königsenergie. Man könnte also sagen, ich bin eine königliche Weise. Hilde kennt ja ihre Matrix auch. Ich weiß gerade nicht genau, welchen Weg sie hat. Ich glaube, es ist auch der Weg der Suche. Dann wäre sie eine königliche Gelehrte. Wissen. Wissen. Ah, eine künstlerische Gelehrte. Mhm. Und Marie-Rose, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du kennst ja deinen Weg auch. Ich höre dich leider nicht. Ja, ich bin auch eine königliche Gelehrte. Weg 7, ja, der Suche, Weg 7. Wenn ich dich so sehe, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, okay. Das heißt, wir haben den Weg der Suche gemeinsam. Ja. Ja.
Und zu diesen beiden Grundenergien, die unser Seelenfragment, die in diesem Leben unser persönliches Ich ausmachen, gibt es eine Anzahl von weiteren Energien, die unseren Gesamtcharakter, könnte man sagen, mit Eigenschaften bestücken. Und sieht so aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Blendet das? Oder? Und da gibt es also Seelenrolle und Seelenweg, das habe ich benannt. Und es gibt, das fand ich persönlich sehr interessant, als ich das kennengelernt habe, ein Angstmuster. Eine sogenannte Hauptangst und eine sogenannte Nebenangst, die in unserer Persönlichkeit implementiert sind. Die sogenannte Hauptangst ist eine Angst, die wir mehr im öffentlichen, beruflichen, gesellschaftlichen Bereich spüren und die stärkeren Impulse gibt. Und die sogenannte Nebenangst ist die Angst, die wir mehr in nahen und intimen Beziehungen spüren. Deshalb geht es auch vielen Menschen so, dass sie zum Beispiel sagen, ach, beruflich und privat bin ich ganz unterschiedlich. Ja, weil unsere Ängste und unser Angstmuster uns auf eine so derartig intensive Weise fast in jeder Minute unseres Alltags prägen. Und wir das aber auch gar nicht unbedingt immer als Ängste identifizieren. Und vorhin kam ja die Anregung, die Frage des Zusammenhangs, wie kann man Archetypen und Führung zum Beispiel kombinieren? Und da gebe ich schon mal so einen kleinen Hinweis. Jede Führungskraft führt anders und soll auch anders führen, nämlich aus seiner persönlichen Essenz heraus. Und dann ist es klar, dass ein Heiler anders führt als ein Krieger zum Beispiel und auch anders führen soll. Und auch die Ängste prägen uns als Führungskraft insbesondere und prägen natürlich auch die Mitarbeiter und Kollegen sehr stark. Und wenn ich diese Ängste kenne und schnell identifizieren kann, kann ich auf eine viel effektivere und konstruktivere Art und Weise mit mir selber und Menschen arbeiten. Und ich kann Trigger sehr schnell identifizieren und zu einem Gutteil entmachten. Vielleicht ist das schon mal so eine Idee, wie die Archetypen auch bei diesem Thema sehr wertvolle Impulse liefern können. Es gibt aber noch ein paar mehr Elemente, auf die ich jetzt eingehen möchte, um euch zu erklären, was die energetische Kombination einer sogenannten Seelenmatrix ausmacht. Wir hatten also die Rolle und den Weg. Wir hatten die Ängste und es gibt ein sogenanntes Entwicklungsziel. Das Entwicklungsziel ist, wenn die Seele ihre nächste Inkarnation plant, das erste Element, was sie bestimmt. Entwicklungsziel bedeutet auch weniger und da will ich hin, sondern es bedeutet ein Weg, der sich im gesamten Leben als Thema darstellt. Und dann kann es zum Beispiel solche unterschiedlichen Entwicklungsziele geben wie herrschen oder unterordnen, die ein Dual bilden. Und ihr könnt euch vorstellen, dass eine Person, die herrschen als Entwicklungsziel hat, auch im Leben ganz andere Aufgaben findet oder auch zugesprochen bekommt, als jemand, der Unterordnen als Ziel hat. Unterordnen ist vielleicht auch eine Vokabel, die für manche erstmal ein bisschen unangenehm klingt. Aber das Unterordnen hat, wie alle Entwicklungsziele, einen sogenannten Pluspol und einen sogenannten Minuspol. Pluspol bedeutet, ich bin in der Balance und in der Liebe. Minuspol bedeutet, ich bin in der Angst. Und der Minuspol, und das ist vielleicht das, was man bei dem Thema Unterordnen auch als erstes assoziiert, ist Unterwerfung. Ja, aber der Pluspol, das heißt Unterordnen in der Liebe,
zur Hingabe. Das ist etwas ganz Wundervolles, was auch dringend in der Welt gebraucht wird. Und so gibt es weitere Entwicklungsziele, wie zum Beispiel ablehnen und akzeptieren. Finde ich auch ganz interessant, weil bei akzeptieren sagen die meisten Leute so, oh ja, super, akzeptieren, ganz toll. Wir wollen ja alle akzeptieren, uns selber und die Welt und ja. Aber dass auch das Ablehnen einen ganz wichtigen Platz haben muss in der Welt, wird vielleicht deutlicher, wenn ich euch daran erinnere, dass nur wer auch wirklich gut ablehnen kann, das heißt sichten und sortieren, was gehört wirklich zu mir, wirklich, wirklich, und was gehört auch nicht zu mir. Erst wer das wirklich gut sortieren kann, kann auch aus vollem Herzen akzeptieren, nämlich tatsächlich Ja sagen. Dann gibt es auch noch das Beschleunigen und das Verzögern und es gibt das Stillstehen. Das fand ich auch sehr interessant, dass Stillstehen überhaupt ein Ziel sein kann, was eine Seele verfolgt. Aber es gibt ja zum Beispiel Menschen, die Leben haben, die zumindest aus der Außenperspektive relativ ruhig erscheinen und wo es sehr stark darum geht, immer wieder innezuhalten, sich immer wieder zu zentrieren und immer wieder zu sortieren. Und für sie ist Stillstehen das optimale Ziel. Zu dem Entwicklungsziel gibt es dann auch einen sogenannten Modus, das heißt die Art und Weise, wie das Entwicklungsziel gelebt wird. Und es gibt eine Mentalität, das heißt die Brille, durch die ich die Welt sehe und wie sie für mich sozusagen Sinn macht. Auch das ist bei jeder Person sehr verschieden gelagert. Und da gibt es die Menschen, die stoisch sagen, ja, die Welt ist eben, wie sie ist. Und es gibt die Skeptiker, deren Grundimpuls ist, immer wieder zu hinterfragen und so lange zu hinterfragen, bis sie das finden, von dem sie sagen können, ja, genau. Und wenn das so ist und so gut geprüft, dann habe ich endlich das gefunden, wonach ich mich sehne. Und es gibt Pragmatiker und Spiritualisten und Realisten und es gibt Zyniker. Alles ganz unterschiedliche Arten, die Welt zu sehen. Und es gibt ein sogenanntes Reaktionsmuster. Tippe ich jetzt hier auf das Richtige? Da. Das heißt, das ist die Art und Weise, wie ich auf die Welt reagiere. Ich nehme mal zwei Klassiker, um zu erläutern, was Reaktionsmuster bedeuten kann. Stellt euch eine Situation vor, die in irgendeiner Weise besonders berührend oder betreffend ist. Vielleicht, weil sie besonders schön ist oder vielleicht auch, weil sie besonders anstrengend und herausfordernd ist. Da zeigen sich unsere Reaktionsmuster, die aus wieder zwei Komponenten bestehen, wie auch die Ängste, besonders. Und wenn ich mal den Klassiker nehme, nämlich die emotionale Zentrierung und die intellektuelle Zentrierung und dazu noch die Vorurteilsschablone und Schublade ganz weit aufziehe und sage, aha, da ist eine Frau, die ist emotional zentriert und ein Mann, der intellektuell zentriert ist. Natürlich ist in Wirklichkeit das auch sehr gut umgekehrt möglich, aber ich mache einfach nur um der Illustration willen. Wie gesagt, die Vorurteils- und Schablonen-Schublade ganz weit auf. Und beide waren im Kino und haben einen besonders intensiven Film gesehen. Und sie kommen also raus und fangen an, sich über den Film zu unterhalten. Und er sagt, und sie sagt, ah, sag mal, wie hast du denn diesen Film empfunden? Wie war denn das für dich? Sie ist emotional zentriert, also fragt sie nach Empfindungen. Und er sagt, ja, ich habe das und das gefühlt und erzählt dann ganz viel, was er gedacht hat,
und welche intellektuellen Impulse ihm das gegeben hat. Und dann fragt er, und was denkst du denn über den Film? Was denkst du denn über den Film? Und sie, ja, also, ach, der Film. Und sie kriegt erstmal kein Wort raus, weil sie dabei ist, zu fühlen und zu spüren und dieses Fühlen und Spüren erstmal seinen Raum und seine Art der Verarbeitung braucht. Und beide denken womöglich, ach, der kann so viel darüber und redet immer nur übers Denken. Und er denkt, ach, ja, die fühlt immer nur, aber kann gar nichts dazu sagen. Natürlich, erstmal. Und dann kommt eine zweite Komponente beim Reaktionsmuster dazu, das ist dann die Art und Weise, wie das verarbeitet wird, die auch übrigens mit unserem Chakras korrespondiert. Und das bildet dann eben unser Muster. Und ich persönlich als Weise empfinde mich schon als eine Frau des Wortes und habe mich immer gewundert, warum ich in besonderen Situationen irgendwie verstumme. Als ich dann erfahren habe, dass ich persönlich auch emotional zentriert war, war mir das plötzlich klar und ich habe gedacht, ach, dann bin ich also gar nicht falsch, dann ist das keine Blockade oder Blödheit von mir oder irgendwie so etwas, sondern ich habe plötzlich erfahren dürfen, ich bin genau richtig so. So bin ich gemeint und so ist meine Natur und damit ist alles in Ordnung. Was für eine ungeheure Erleichterung das für mich war. Und so geht es mir mit, ging es mir mit den anderen Komponenten, die sich dann als meine Seelenmatrix herausgestellt haben, auch, dass ich so zutiefst das Gefühl hatte, ach, ich darf so sein, wie ich bin, ganz wundervoll. Ein großes Glück. Und jetzt gibt es noch eine letzte Komponente, die ich noch nicht erwähnt habe. Und da findet sich auch eine interessante Verbindung zu dem, wo eure Gemeinsamkeit liegt, nämlich zu den Integranten. Und das ist die sogenannte Seele. Okay, gut. Kommen wir zu der letzten Komponente. Ihr könnt noch zuhören? Ja. Das sogenannte Seelenalter. Das Seelenalter ist nichts, was wie die anderen Matrix-Elemente, die die Seele sich vor der Inkarnation wählt als ihre besondere Kombination, sondern die einer natürlichen Progression unterliegt. Und das wird vielleicht dadurch verständlich, wenn ihr euch vorstellt, dass eine Seele ja irgendwann sich das allererste Mal inkarniert. Wenn sie das tut, ist alles neu. Und alles anders als in sämtlichen anderen Welten, in die sie vielleicht vorher, in denen sie vielleicht vorher gelebt hat und die sie erkundet hat. Hier haben wir jetzt Gegebenheiten, die anders sind als vermutlich in dieser Kombination auf allen anderen Welten. Wir haben hier plötzlich Zeit und Raum. Wir haben hier eine Dualität. Wir haben einen Körper, mit dem wir in der Welt sind. Wir haben so etwas wie ein Ich. Wir haben verwandtschaftliche Beziehungen. Wir haben Körper, die auch verletzlich sind, mit denen wir sinnlich wahrnehmen können. Also es sind ganz, ganz viele, terrestrische Gegebenheiten, die es in anderen Welten so nicht gibt. Und die Seele muss auch wie ein neugeborener Säugling erstmal diese Gegebenheiten und auch die eigene Körperlichkeit erfahren und sich damit in Beziehung setzen. Das heißt, je häufiger eine Seele sich inkarniert, desto weiter befasst sie sich mit logisch aufeinander aufbauenden Erfahrungs- und Entfaltungsthemen und damit auch Bewusstseinsthemen. Und da kommen wir zu einer Ähnlichkeit, die es zwischen den Archetypen der Seele und dem Integralen, also insbesondere den Spiral Dynamics oder auch den Grace-Leveln gibt, wo es ja die Bewusstseinsstufen gibt, die euch bekannt sind. Also von Beige bis Koralle, wenn ich jetzt in diesen Farben denke. Diese Bewusstseinsstufen, die es im Integralen gibt, sind
sehr, sehr ähnlich in den Beschreibungen, wie Entwicklung aufeinander aufgebaut ist und auch ähnlich ein bisschen mit den Themen, so wie es auch in den Archetypen der Seele gesehen wird. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Und der liegt darin, dass man im Integralen ja davon ausgeht, dass wir alle die Möglichkeit haben, egal wo wir jetzt stehen, unser Bewusstsein weiterzuentwickeln bis quasi zur höchsten Stufe. Auch wenn das vielleicht nicht jeder tut, aber als Potenzial. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hundertprozentig so richtig ausgedrückt habe. Ihr wisst es noch besser. Jedenfalls gibt, also ist sozusagen Bewusstseinsentwicklung im Integralen, soweit ich das weiß, mitgedacht. Bei den Archetypen der Seele ist die Vorstellung so, dass wir mit einem bestimmten Seelenalter als dieses Ich, das wir jetzt sind, zur Welt kommen. Und darin liegt unser Potenzial und unsere Bewusstseinsmöglichkeit, die wir jetzt nicht immer ausschöpfen, weil wir vielleicht auch nicht immer die Intelligenz dafür mitgebracht haben, um das zu tun, die aber auch, die unsere Entfaltungsthemen prägen und die auch einen wesentlichen Teil unserer Ausstrahlung bewirken. Und so gibt es in der Vorstellung der Archetypen der Seele 5 Entwicklungszyklen, die genannt werden Säuglingsseele, Kindseele, junge Seele, reife Seele und alte Seele. Und diese 5 Zyklen sind nochmal unterteilt in jeweils 7 Stufen, sodass sich daraus insgesamt 35 sogenannte Entfaltungsstufen der Bewusstheit ergeben. Ja, und jetzt habe ich euch sozusagen im Schweinsgalopp die wesentlichen Elemente eurer sogenannten Seelenmatrix erstmal erläutert, die es grundsätzlich gibt. Und diese Komponenten, also Rolle, Ängste, Entwicklungsziel, Modus, Mentalität, Muster und Seelenalter, sind jeweils bestückt mit einer dieser 7 Energien, woraus sich dann eine ganz bestimmte Persönlichkeitsnote ergibt. Das heißt, deine Seele schwingt in 11 energetischen Komponenten. Und wenn du jetzt ausrechnest, 11 hoch 7 gibt eine ziemlich große Zahl von energetischen Möglichkeiten. Das heißt, die Chance, dass es nochmal so jemanden gibt wie dich oder wie dich oder wie dich oder wie dich, geht gegen null. Jetzt habe ich erstmal ganz viel am Stück geredet. Das war eine geballte Ladung von Informationen. Und 2 Punkte, die ihr vorhin mit angesprochen habt, nämlich die Verbindung von Führung und Archetypen. Was kann man sozusagen zum Thema Führung aus dem archetypischen Modell vielleicht Fruchtbares gewinnen? Und eine mögliche Beziehung zwischen den Archetypen und dem Integralen habe ich euch vielleicht als kleinen Ausblick gegeben. Und nun fände ich es ganz schön, wenn ihr daran eure Fragen anknüpfen würdet. Oder wie geht es weiter, Adelheid? Sag du's. Ja, danke erstmal, Marion. Das war wunderbar zusammengefasst. Also ganz klar und ich freue mich da ganz sehr darüber. Mir ist gleich eine Frage zu dem, was du am Ende gesagt hast, zum Zusammenhang von Spiral Dynamics, den Levels und den Seelenaltern. Bedeutet es dann, dass zum Beispiel wer eine Säuglingsseele hat, Schwierigkeiten haben würde, bis zu Second Tier zu kommen oder so? Oder sind wir da beschränkt? Oder wer jetzt zum Beispiel eine alte Seele hat, dass das für den oder die viel einfacher ist, die Stufen weiterzugehen bis in die höheren Stufen?
Oder mit anderen Worten, gibt es eine Beschränkung dadurch, dass wir mit einem bestimmten Seelenalter auf die Welt kommen? Ganz genau so ist es. Also eine Säuglingsseele hat völlig andere Themen und völlig andere Werte. Eine Säuglingsseele würde sich selbst für Stufe Rot überhaupt nicht interessieren. Also eine Säuglingsseele ist eng verbunden mit Beige und wird auch von seinem Bewusstsein her über Beige nicht hinauskommen. Die Archetypen der Seele sehen das aber, wie man vielleicht sich denken könnte oder auch nicht, das überhaupt gar nicht als Defizit, weil unterschiedliche Seelenalter und damit verbundenen Themen überhaupt gar keine Wertung darstellen, sondern von der Wertigkeit und der Wichtigkeit für das Gesamtbild der Welt, auch das energetische Gesamtbild der Welt, alle die gleiche Wichtigkeit haben. Man würde ja zum Beispiel auch nicht sagen, eine 70-Jährige ist toller als eine 7-Jährige. Die Idee wäre ja blödsinnig. Aber dass eine 7-Jährige einen anderen Horizont hat als eine 70-Jährige, andere Themen, mit denen sie sich befasst und auch andere Werte, die für sie gerade relevant sind, andere Lernerfahrungen und Stufen, das liegt auch auf der Hand. Von der Wertigkeit als Person, als Mensch, sind beide natürlich völlig gleich, aber sie sind auch von ihrer Ausstrahlung sehr unterschiedlich. Und vielleicht macht dieses Beispiel das einleuchtend. Ja, das macht Sinn, aber jetzt noch eine andere Frage dazu. Das heißt, jedwede Bemühungen, jemanden aufzuklären und zu unterrichten und zu machen und zu tun, um die Schritte weiterzumachen in der persönlichen Entwicklung, wenn er dafür nicht fähig ist, ist es zwecklos, das unternehmen zu wollen. Das heißt, wer wirklich weitergeht und deine Bemühungen, wenn du mal solche hast, ja, zum Beispiel, indem man sowas lernt und so, und dann sagt man, und dann wird das Bewusstsein erweitert, hat nur Frucht bei den Menschen, die auch von ihrem Seelenalter fähig sind, das aufzunehmen und da mitzugehen. Dass man sich beschränken muss, beziehungsweise das akzeptieren muss, dass für manche Menschen eben bestimmte Stufen nicht erreichbar sind in diesem Leben. Ja, und das ist für mich eine total heilsame Erkenntnis. Entschuldigung. Ja, ich wollte sagen, das ist in der Pädagogik das A und O, wenn man jemanden nicht dort abnehmen kann, abholen kann, wo er steht mit seinen Kompetenzen und wo er steht mit seiner derzeitigen Sensibilität, dann erreicht man auch in keiner Schule irgendetwas. Und in dem Integralen, in den Entwicklungsebenen wird es auch ganz klar ausgedrückt, man kann keine Stufe überspringen. Ja, überspringen nicht, aber wir gehen ja davon aus, dass man ja doch vielleicht, wenn man immer 7 Jahre sich bemüht und so, dass man dann doch dahin gehen kann. Und jetzt höre ich ja, dass es eben nicht ist. Daniela, was sagst du dazu? Ja, ich glaube, das ist eine der Pathologien des Integrals. Also das ist eine der Fallgruben, in die ich fallen kann mit dem integralen Ansatz. Ähnlich wie in missionarischen Ansätzen, die es oft in der Weltgeschichte gab. Ja, also so... Und deswegen freut mich das, dass das eben jetzt in diesen Archetypen der Seele ganz anders gedacht ist und in einer Gleichwertigkeit, aber nicht in einer Beliebigkeit, sondern durchaus in einer Reihenfolge, die irgendwie eine natürliche Entfaltung hat oder eine. Ganz und genau. Alles in ihrer Kraft, ne? So habe ich dich jetzt verstanden, Marion. Genau. Ja, also bei den Archetypen würde man das so sehen, bis zum Seelenalter der jungen Seele würden die sich für Bewusstseinsentwicklungen auch überhaupt gar nicht interessieren. Und wenn dann irgendwer missionarisch kommt und bei denen eine Zwangsbeatmung versucht, dann ist das verlorene Liebesmüh. Ja. Sie haben überhaupt gar nicht das Interesse daran, und das ist gut so, weil die junge Seele zum Beispiel völlig andere Lernaufgaben und völlig andere Entfaltungsaufgaben hat, wo eine Art von Bewusstheit, wie ihr die möglicherweise habt, wie ihr die sicherlich habt, überhaupt gar nicht hilfreich, sondern kontraproduktiv wäre. Also,
euch auch ein Beispiel aus der Praxis zu geben. Stellt euch ein Seminar vor, ein Führungskräftetraining, und da gibt es ja immer so Vorstellungsrunden erstmal und so ein paar Fragen, die man da reingibt. Und ich habe dann gerne auch mal gefragt, ja, stellen Sie sich vor, ein Freund von Ihnen würde auf den Markt gehen und da jemand anderes treffen. Wie würde der, und das Gespräch würde auf Sie kommen, wie würde dieser Freund über Sie reden? Wie würde der Sie beschreiben? Und dann gab es immer wieder Menschen, die sagen würden, ja, das weiß ich doch nicht, dann müssen Sie den fragen. Und ich habe immer gedacht, sind die jetzt im Widerstand oder irgendwie so? Sahen aber gar nicht aus wie im Widerstand. Und als ich klar war, mit den Archetypen-Augen das zu sehen, habe ich plötzlich gewusst, ja, als junge Seele, die die höchstwahrscheinlich gewesen sind, jungen Seelen ist da dieser Perspektivwechsel in die, im NLP würde man das zweite Wahrnehmungsposition nennen, also mich in die Schuhe der anderen zu stellen, ist denen nicht möglich. Genauso wie sie nicht sich neben sich stellen können und sich selber von Meta betrachten und reflektieren. Das geht nicht. Und das ist gut so, weil junge Seelen in ganz vielen Dingen tolle Pionierarbeit leisten sollen, aber auch ganz viele Auseinandersetzungen haben sollen, die zu tun haben mit klaren Definitionen von Freund und Feind. Also junge Seelen, vergleicht es bitte mit Rot und Blau. Ne? Da ist eine Denkweise, die in Polaritäten und ausschließlich in Polaritäten und in starken Hierarchien erfolgt, angesagt. Und man könnte sich, wenn man in einer Art empathisch sein könnte, die wirklich mitfühlt, sich nicht so fröhlich die Köpfe einschlagen, wie aber junge Seelen das machen sollen und müssen. Und wie wir das in vorangegangenen Inkarnationen auch alle durch die Bank weg getan haben, in unterschiedlichen Arten und Weisen. Wir sind also um nichts besser, wir haben das nur schon hinter uns. Und deshalb ist das richtig so, sozusagen in den Augen der Archetypenlehre, dass das genauso ist. Erst die reife Seele fängt an, von dem Schauen nach außen in die Innenschau zu gehen, sich selbst zu hinterfragen und zu reflektieren, und deshalb liebt die reife Seele Probleme. Das reife Ich vielleicht nicht unbedingt, aber die reife Seele. Ja. Darf Anna etwas sagen? Die hat schon mehrmals jetzt die Hand gehoben. Oh, Entschuldigung, ich konnte das hier nicht sehen. Ja, okay, deswegen sage ich es. Okay, danke, Marie-Rose. Ja, ich hoffe, ich kriege die Frage nochmal zusammen. Also zum einen mag ich die wiederholen, die ich am Anfang schon gestellt habe, nämlich wer bestimmt das Seelenalter? Ich muss auch noch was nachholen, ich war kurz weg, also war da unterbrochen, und mir fehlen also die ersten vier von den, also ich habe nur Weise und, warte mal, ich habe mitgeschrieben, das finde ich gleich gar nicht mehr. Die Seelenessenz, die siehst du aber gar nicht mitgeschrieben. Also vielleicht kannst du die in einem Satz später nochmal wiederholen. Also aber für mich sind die zwei Fragen, die eine eben, wer bestimmt, welche Seelenmatrix ich habe oder du oder du oder du. Und das zweite ist, also ich habe so eine Assoziation, also ich merke, ich bin im Widerstand. Ja. Warte mal, ich mag noch sagen, warum, weil wo du beige erwähnt hast und diese oder auch rot und blau, wo man dann denkt, hey, bestimmt die Seele dann das Land, in dem sie auf die Welt kommt, weil wo sozusagen, also hier bei uns findest du doch nur, was weiß ich, beige, wenn Menschen ganz jung sind oder eben sehr alt sind, dann sind sie vielleicht wieder im Beigen gelandet. Aber die meisten entwickeln sich doch mindestens in die Orange oder in die grüne Ebene hinein. Das sind meine zwei Fragen. Okay. Darf ich die zweite Frage zuerst aufgreifen? Ja, klar. Also es ist in der Tat so, wie du gesagt hast, die Seele plant ja ihr Leben mit ganz wesentlichen Lernpunkten und Themen. Und dafür wählt sie sich das Land, die Kultur, die Familie und die Zeit, die genau sozusagen ihre Lernthemen auf das Beste unterstützen.
Das klingt vielleicht erstmal auch ein wenig herzlos oder brutal, weil es ja schon natürlich Menschen gibt, die in ganz schrecklichen Situationen aufwachsen. Menschen, denen die Lebensumstände, in denen sie hineingeboren werden, sofort ihr Leben kosten. Und all das ist schrecklich. Ja. Es ist dafür vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, was in der Philosophie der Archetypen der Seele die Seele mit dieser Inkarnationsreise und ihren Erfahrungen überhaupt bezweckt. Die Seele macht diese ganze Inkarnationsreise, um Erkenntnis und Liebesfähigkeit zu mehren. Und das, wenn man so will, Gemeine ist, dass die Seele jede Erfahrung, die sie macht, per se als wertvoll empfindet, weil sie lernen lässt. Auch die Erfahrungen, die für unsere Psyche und unseren Körper ganz erschreckend und furchtbar sind. Und das klingt vielleicht erstmal schockierend. Für mich persönlich war es eher eine Erleichterung, weil ich mir so erklären konnte, dass jedes Leben, gleich wie es verläuft, gleichermaßen sinnvoll ist. Und für mich ist das ein schöner Gedanke, den man ja nicht teilen muss, aber so. Das, was dabei sehr wichtig ist, ist, dass diese Vorstellung von Sinnhaftigkeit völlig jenseits ist vom Thema Schuld oder Unschuld. Schuld und Unschuld gibt es natürlich im Irdischen. Jemand kann jemanden anderen verletzen oder umbringen und macht sich daher schuldig. Oder Katastrophen auslösen und macht sich daher schuldig. Auf der weltlichen Ebene, auf der Ich-Ebene. Und gleichzeitig gibt es die seelische Ebene, auf der es ein anderes Wollen gibt als der Wille unseres Ich. Und das ist manchmal gleichschwingend und manchmal sehr konträr. Gib dir das erstmal, ohne dass du dem natürlich jetzt folgen oder zustimmen müsstest, eine Erklärung? Ja, ja, das ist die eine Antwort genau auf meine zweite Frage. Danke. Mhm. Gut. Und okay. Die erste? Und die erste Frage, wer bestimmt die Matrix? Ja. Ja. Also, es gibt mittlerweile von Wada Hasselmann und Frank Schmolke 8 Bücher. Es gibt auch einige Bücher auf Englisch, die von anderen Archetypengruppen entwickelt und geschrieben worden sind. Und ein Weg ist, über das Studium dieser Bücher eigene Hypothesen darüber zu bilden, was die eigene Seelenmatrix sein könnte. Es gibt Menschen, denen gelingt das anscheinend recht gut. Ich finde das immer bewundernswert. Mir ist es nicht gelungen, weil ich auch immer misstrauisch war, wo sind meine blinden Flecken, wo ist meine Perspektive vielleicht auch völlig anders als eine Fremdwahrnehmung wäre. Ne? Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung kann ja schon auch durchaus unterschiedlich sein. Ja, wie gesagt, es gibt Menschen, denen gelingt das auf diese Art und Weise. Ich habe bisher wenige kennengelernt, bei denen vor dem Hintergrund meiner Erfahrung von Menschen, deren Matrix ich kenne, das hundertprozentig stimmig vorkam. Aber wie gesagt, ein zweiter Weg ist es, das in einer Gruppe zu machen, um eben diese Fremdbildmöglichkeiten mit auszuschöpfen und sich diskutierend und
fühlend, spürend und der Intuition überlassend auf diesem Weg seiner Matrix zu nähern. Und es gibt einen dritten Weg, und das ist der, den die meisten Menschen beschreiten. Und das ist die Ermittlung der Matrix medial. Das heißt, die Matrix wird dann von jemandem, der das hoffentlich geübt, trainiert hat und auch mit den Archetypen viel Erfahrung hat, medial ermittelt. Es gibt mittlerweile einige Personen neben Wada Hasselmann, die das anbieten. Ich würde mal ein bisschen gemein sagen, mit unterschiedlichem Erfolg. Es gibt auch einige, von denen ich gehört habe, die die Matrix, die das Buch irgendwie halb gelesen haben und dann mal eben schnell die Matrix auspendeln oder sowas. Davor möchte ich gerne warnen. So einfach ist es nicht. Aber es gibt eben mittlerweile doch auch eine Reihe von Menschen, die tatsächlich die Erfahrung und auch die medialen Fähigkeiten mitbringen, um das gut machen zu können. Wada Hasselmann ist im Augenblick auch dabei, eine Gruppe von Menschen als ihre Nachfolger auszubilden, zu denen ich auch gehören darf. Und so dass das also auch, wenn die sich aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen werden, eine Reihe von Menschen gibt, die ziemlich verlässlich eine Matrix ermitteln. Eine Sache muss ich dazu aber vielleicht auch noch sagen. Kein Medium auf der Welt, auch die wirklich großartige Wada Hasselmann, ist perfekt. Das geht nicht, weil auch mediale Durchgaben nie sozusagen hundertprozentig rein und ungefiltert als Impulse durch unser Gehirn und Sprachzentrum rausgegeben werden kann. Das heißt, es ist, von wem auch immer jemand seine Matrix bekommen hat, es ist eminent wichtig, diese Matrix für sich selber auf Stimmigkeit zu überprüfen. Es kann also nie heißen, jetzt hier hast du deine Matrix, friss oder stirb, sondern es ist ein wichtiger und auch von allen gewünschter Überprüfungs- und damit auch Wachstums- und Auseinandersetzungsprozess, der durch die Übergabe solch einer Matrix initiiert werden soll. Und schon alleine an diesem Prozess, auch wenn deine Matrix dann möglicherweise in Teilen von dir nicht verifiziert wird, allein dieser Prozess wird dich schon sehr viel bereichern. Daniela möchte was sagen. Ja, danke, Marion. Also vielleicht kann ich gut an... Also ich glaube, Anna, das ist beantwortet, ne? Für dich, oder? Ja. Ich würde gern anknüpfen, weil ich habe sozusagen die Matrix durch dieses Studium der Bücher und durch den Austausch, vor allem mit Marie Roos und Hilde, mit denen ich auch intensiv zusammenarbeite, angeguckt. Also ja. Ich führe ja gerade das integrale Forum. Also das, was auf meiner Matrix steht, ist eine königliche Priesterin mit dem Entwicklungsziel Herrschen. Wenn das stimmt, so war. Das, für mich passt es gerade gut. Interessant, ich habe den Modus beobachten. Das heißt, ich gehe leicht ins Überwachen und ich suche immer nach Klarheit. Ja? Ich suche diese Klarsicht. Also da kann ich mich sehr gut mit anfreunden, mit diesem Aspekt. Bei dem Herrschen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wie würde ich jetzt, also ich könnte jetzt das andere auch noch erzählen, aber wie arbeite ich damit, sozusagen, gerade wenn du sagst, auch in der Führung. Und gerade im integralen Forum haben wir natürlich wahrscheinlich relativ viele alte Seelen, und vor allem in diesem Kreis, der das gerade macht. Und wir sind an Schattenthemen dran, wir sind an großen Themen und ich weiß über die Aufgabe. Ja, jetzt, warum ist da gerade so eine Priesteressenz? Fragezeichen. Manchmal weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch eher eine heilende Essenz. Das ist meine persönliche Frage. Also wie, wenn du das Beispiel nehmen möchtest oder ein anderes, wie gehe ich damit um in der Aufgabe des Führens? Ja. Also erstmal, wenn ich dich so wahrnehme, dann würde ich spontan auch eher zu einer Priesterin tendieren, auch zu einer Heilerin.
Und das, also als Priesterin ist ja erstmal sozusagen dein Grundimpuls und deine Grundmotivation das Größte. Das heißt, als Priesterin würde es sozusagen deine erste oder zweite Natur sein, Menschen auch etwas mitzugeben, was tröstlich für sie ist, was sie aufbaut und was sie vielleicht auch versöhnt, was ihre Einsamkeit lindert und all solche Dinge. Also das wird dann als Priesterin etwas sein, was dir sehr nahe ist. Also das passt. Ja. Und das Herrschen, wenn das dein Entwicklungsziel ist, wird dafür sorgen, dass du entweder aus eigener Initiative oder auch sozusagen gewählt und dahingeschubst wirst, immer wieder in Positionen, wo du auch Führung übernimmst. Der Pluspol von Herrschen ist ja Führung. Der Minuspol, das heißt, in der Angst wird das zur Diktatur, dann will man bestimmen und gut. Und die Königsenergie, die das Herrschen belebt, ist eben auch eine, die wirklich eine große Wucht und eine große Gewalt hat, weil sie so dringend etwas in Bewegung bringen will für die Vision. Und ja, ich fühle mich gerade richtig gut abgeholt hier. So. Und es ist natürlich auch klar, dass eine junge Seele mit Herrschen und auch ein junger Priester mit Herrschen völlig anders führt als eine alte Seele, wie vermutlich du, die einfach schon ganz, ganz viel Inkarnationserfahrung hat und auch eine andere Seelenaufgabe qua des Themas. Welches Seelenalter vermutest du bei dir? Ja, die Alt-4 wahrscheinlich. Vielleicht. Das hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Genau. Das Alt-4-Seelenalter hat ja als Thema das eigene Wohl mit dem Wohl der Gemeinschaft verbinden. Und das heißt, wenn du führst mit diesem Seelenalter, wird es mehr und mehr darum gehen, das ist jedenfalls das, was deine Seele dann anstrebt, eine Art von Führung zu entwickeln, die sehr genau und sehr fein austariert den Part der Selbstführung in der Führung, den Part der Führung der anderen und als Priesterin natürlich auch den Aspekt des Geführtwerdens durch das große Ganze. Und das sozusagen in eine Balance zu bringen, könnte ich mir vorstellen, dass das in diesem Seelenalter dir ein besonderes Anliegen ist. Ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst. Ja, danke. Ich bin jetzt natürlich ganz neugierig, wie die anderen das so sehen. Also die mich ja auch erleben praktisch. Der Modus und vor allen Dingen aber die Ängste spielen gerade in der Wahrnehmung von außen eine immense Rolle. Es ist je nachdem, wie entwickelt in Anführungsstrichen unser abrufbares Bewusstsein ist, ist es manchmal so, dass die Ängste von den anderen noch viel stärker wahrgenommen werden als unsere Essenz zum Beispiel, weil die so dominant sind und so nach außen gehen. Das hat damit zu tun, dass die Ängste ja auf der Position 2 der Matrix ist und die Position 2 entspricht der Expressionsebene, das heißt, die zeigt sich und die ist super fantasievoll, ne, die Ängste, was die alles veranstalten, um uns zu beherrschen, ist wirklich faszinierend. Gib dir das erstmal soweit ein paar? Danke, ja, klar. Ich weiß jetzt nicht, wie es von der Zeit auch ist, Heidi und andere. Wir können gerne noch ein bisschen, wenn noch Energie in der Exploration ist, können wir gerne noch ein bisschen weitersprechen. Ich bin sehr fasziniert davon. Ich weiß nicht so genau Bescheid, wo ich bin auf der Matrix, und es würde mich schon inspirieren, da ein bisschen besser Bescheid zu wissen darüber. Mhm. Denn von den Büchern habe ich so ein bisschen so eine Idee, aber so genau weiß ich das wahrscheinlich. Marie-Rose, du möchtest... Ja, also was ich sagen wollte, die,
den Barometer, als Barometer, ob eine Matrix richtig ist oder nicht, ob die stimmig ist oder nicht, das fühlt man. Also es hat sich bei mir so unglaublich, so eine unglaubliche Erleichterung und so eine unglaubliche Klarheit hat es mir gegeben, dass ich, und so eine, ach, ja, damit kann ich jetzt was anfangen. Und damit ist auch manches Problem ist abgefallen, weil es eher klar war, ja, ich darf mich darauf konzentrieren, was ich bin. Und ich habe darüber einfach eine Aussage bekommen, die sich für mich so total stimmig angefühlt hat. Ja, also so war es bei mir mit der Matrix. Meine Frage, die ich noch an die Marion gehabt hätte, hat sich inzwischen durch euch alle schon beantwortet. Ich wollte fragen, wem nützt die Kenntnisse der Matrix? Welche Persönlichkeiten sind dafür prädestiniert und warum kommen andere ohne aus? Also, wer braucht eine Matrix und wer braucht sie nicht? Also, ich will mal so sagen, aus der Perspektive der Archetypen haben, tut ja sowieso jeder eine. Ob sich jemand dafür interessiert oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt und hat natürlich unter anderem auch etwas mit dem Seelenalter zu tun, wie wir vorhin gehört haben. Es gibt auch eine ganze Reihe sehr alter Seelen, die sich dafür auch gar nicht mehr interessieren, weil sie in so einer Art von Selbstverständlichkeit mit sich leben, dass, naja, so wie wir früher gerne in die Disco gegangen sind und das jetzt auch nicht unbedingt mehr täglich haben müssen, entschwinden einfach manche Themen ein bisschen in der Vergangenheit. Diejenigen, die sich für ihre Matrix interessieren, also reife und alte Seelen, kann ja vielleicht mal sagen, was die sagen, was ihnen das gebracht hat. Also, zum einen das Erlebnis, was Marie-Rose geschildert hat, mir ging es ganz genauso. Als ich meine Matrix bekam, habe ich das Gefühl gehabt, endlich sieht mich jemand. Und dieses Jemand war auch ich. Ich habe also durch die Kenntnis der Matrix, die sich für mich absolut stimmig und sehr eindeutig und klar angefühlt hat, nochmal einen völlig anderen Blick auf mich werfen können, mit sehr viel mehr intensiver Beobachtung und sehr viel mehr Verständnis. Es hat mir so viel leichter gemacht, mich als die anzunehmen, die ich bin, ohne dass ich meinte, ich muss jetzt das verändern und das muss ich noch und so. Es ist also wirklich die große Botschaft, du darfst so sein, wie du bist. Also, du bist nicht falsch, du sollst so sein. Und ob dir ein paar Aspekte davon gefallen oder nicht, das ist eher eine Geschmackssache, aber nicht eine Sache von richtig oder falsch. Du wirst eine gute Nachfolgerin der Wada werden. Das sag ich dir gleich. Sehr schön, sehr präzise, sehr klar. Danke dir. Ich habe auch 6 Bücher von der Wada am Regal so gelesen. Ich bin hier in der richtigen Expertenrunde gelandet, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Eine Frage in Bezug auf, wenn du, also Angstmuster ist mir ja auch ein Begriff, eben, dass die vorhanden sind. Und ich beschäftige mich gerade wieder sehr mit Trauma und dann ist für mich so wie die logische Schlussfolgerung, dass das was mit einer Wahl zu tun hat, weil Angstmuster entspringt mir ja nicht nur mit, sondern die entstehen ja auch, also zum Beispiel mit frühem Trauma. Wie würde das erklärt? Ja. Kommt man mit einem Angstmuster auf die Welt oder erwirbt man sich das, weil das in irgendeinem Seelenplan oder so geschrieben steht? Also das ist eine sehr spannende und auch sehr differenzierte Frage. Das Angstmuster bildet nämlich ein bisschen eine Ausnahme der Matrix. Die Elemente der Seelenmatrix, also Entwicklungsziel und so weiter, die sind vor der Inkarnation geplant.
für das Angstmuster, also diese beiden Ängste, gibt es so etwas wie eine Blaupause, könnte man sagen. Das heißt, es gibt eine Disposition, mit der ich auf die Welt komme, die also sozusagen vom Zeitpunkt der Beseelung an, und das ist ja im Mutterleib schon meist, anfängt. Und dann, in Anführungsstrichen, braucht es bestimmte biografische Erlebnisse und auch bestimmte Traumata, um dann letztendlich das Angstmuster zu fixieren. Häufig ist es so, und das ist eine Beobachtung von mir, dass wir eine Angst vom Vater und eine Angst von der Mutter haben. Das muss nicht immer so sein, aber das ist häufig so. Hätte ja auch eine gewisse Logik. Und die Erlebnisse, die wir dann haben, fixieren sozusagen die Blaupause. Und ich gebe mal ein Beispiel. Es kommt, glaube ich, auch irgendwo in den Büchern vor und war mir sehr einleuchtend. Also, wenn ihr euch vorstellt, dass jemand in dieser schrecklichen Situation ist, in einem Lager zu sein. Also jetzt ein Flüchtlingslager zum Beispiel. Dann können unterschiedliche Menschen diese sehr belastende Situation und auch traumatische Situation, nicht für jeden, aber für viele ja traumatische Situation, ganz unterschiedlich prägend erleben. Der eine reagiert vielleicht besonders darauf, dass Nahrung und Wasser nicht in genügendem Maße vorhanden ist, wenn es zum Beispiel auf das Angstmuster der Angst vor Mangel aus der Gier resultiert, trifft. Eine andere Person zum Beispiel wird daraus vielleicht ein besonders starkes Gefühl der Wertlosigkeit für sich empfinden, weil er ja sozusagen als Flüchtling erstmal in diesem fremden Land wenig gilt oder nichts gilt. Der wird dann die Angst vor Wertlosigkeit, die sich in Märtyrertum äußert, besonders einprägen. Und ein Dritter wird vielleicht die Angst vor Verletzbarkeit, die sich in Hochmut äußert, besonders füttern, weil es natürlich auch viele Konstellationen und Möglichkeiten gibt, die Verletzlichkeit des Körpers wahrzunehmen, aber auch der Psyche besonders. Und des Versuchs der Herabsetzung, der da durch den Hochmut versucht wird, entgegenzuwirken oder das zu kompensieren. Das heißt, was ich damit ausdrücken wollte, ist eine Situation, von der man erstmal sagen könnte, die ist für alle gleich, wird durch ganz unterschiedliche Filter wahrgenommen und trifft durch diese Filter auf unterschiedliche Empfindlichkeiten und prägen daher dann unterschiedlich die Ängste aus. Ist das so verständlich geworden? Ja, danke. Ich habe natürlich an ganz frühe Traumata gedacht, nicht an Erfahrungen im Laufe eines Lebens, sondern beispielsweise, wenn ein Kind oder eben genau. Flüchtlingslager eben sagst, dann können genau. wir das anwenden eben auf sowas wie, ja. So meinte ich es auch. Also die Ausprägung der Ängste ist spätestens bis zum dritten, allermaximal bis zum fünften Lebensjahr komplett. Ja. Ja, danke. Das war wirklich eine großartige Erklärung gerade für mich nochmal. Das hatte ich nicht ganz verstanden und das macht es jetzt klar. Logischerweise ergibt sich dann für mich schon die Frage, das ist jetzt die Matrix, die angeboten ist und du hast die Frage mit den Ängsten eben angesprochen. Heißt es dann die Schlussfolgerung, lerne mit deinen Ängsten zu leben oder akzeptiere das Schicksal oder was auch immer? Also was ist sozusagen die Konsequenz aus all dem? Ich muss bekennen, ich habe nur ein Buch von der Wada Hasselmann gelesen und dadurch, dass ich halt Human Design und so mache, war für mich klar, ich muss mich beschränken auf ein oder zwei Systeme. Ja, das ist wieder
ein wichtiger und schöner Punkt. Als ich angefangen habe, das Archetypenmodell in meine Coachings mit einfließen zu lassen, war ich erstmal ein bisschen zögerlich bis fast ängstlich, meinen Klienten als Gedanke anzubieten, okay, und dieses Angstmuster, das hast du jetzt für immer, das heißt für immer für dieses Leben. Weil ich gedacht habe, dass die dann sagen, oh Gott, wie furchtbar. Das Spannende war, bisher war es wirklich so, wann immer ich das gesagt habe, fingen die an, sich zu entspannen. Weil sie an bestimmten Verhaltensweisen und an bestimmten Reaktionsweisen schon so viel und so lange gearbeitet hatten und hatten das Gefühl, es fruchtet nichts, verdammt nochmal, ich bin anscheinend zu blöd oder zu borniert oder ne, haben das sozusagen negativ gegen sich gewendet, dass es immer wieder vorkam, dass sie sich mit bestimmten Themen und bestimmten Ängsten und Befürchtungen konfrontiert gesehen haben. Ich glaube, dass das ein ganz großer Gewinn ist, wenn ich weiß, was meine Angstkombination ist. Erstens, ich kann die Ängste beobachten und sie lassen sich gerne beobachten. Dadurch, dass ich sie beobachte, kriege ich viel schneller mit, wann ich anfange, in die Frequenzen hineinzukommen. Und ich kann dadurch schneller anfangen, mich wieder zu balancieren und sozusagen aus dem eigenen Schopfe auch ein bisschen wieder herauszuziehen und dadurch auch liebevoller und leichter aus den Ängsten wieder rauskommen. Und ich kann entscheiden, wer ist Chef im Ring, meine Angst oder ich. Vielleicht noch etwas, was aus meiner Erfahrung mit den Matrix-Aufstellungen und meinen spirituellen Aufstellungen resultiert. Da kommt es ja häufiger mal vor, dass die Ängste auch mit in der Konstellation stehen. Auch bei Themen, wo ich jetzt nicht zwangsweise die ganze Matrix aufstelle, aber die Ängste eine wichtige Rolle für das Problemthema haben. Und es gibt dabei eine Erfahrung, für die ich bisher noch keine Ausnahme gefunden habe. Kann sein, dass das noch kommt, aber bisher war es so. Wenn also ihr vorstellt, da steht ein Stellvertreter für das Ich und ein Stellvertreter für die Seelenessenz oder Seelenenergierolle und für die Ängste. Und dann ist es so, dass das Ich sich der Seelenessenz zuwendet und sich wirklich von ihr durchströmen lässt. Das heißt, die Grundenergie der Seele ganz angenommen wird. In dem Augenblick sagen unisono beide Ängste, na wunderbar, das war alles, was wir wollten, dann haben wir jetzt endlich mal Pause, Gott sei Dank. Also diese Ängste scheinen einfach eine ganz wesentliche Katalysatorfunktion zu haben und eine wesentliche Erinnerung für uns dafür zu sein, uns immer wieder mit unserer Grundenergie zu verbinden. Und wenn wir das tun, dann schweigen die still. Natürlich ist das ein Zustand, der nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche gehalten werden kann. Und das ist auch gar nicht das Ziel der Seele, denn die Seele wächst durch Pulsation und Bewegung, nicht durch, wir sind immer fest irgendwo. Hat das auch nochmal einen Hinweis gegeben? Danke. Gut. Ja, das ist ganz toll. Also ich bin fasziniert von dem heutigen Abend. Martini, magst du auch noch was sagen? Ja, gerne. Ich muss gestehen, ich habe noch nichts davon gelesen. Ich mache seit ewig Zen in der Malerei, im Tennis, in der Gegenwart. Und warum Zen? Weil es so einfach ist, einfach präsent zu sein. Und ich bin überrascht über diese theoretischen Modelle. Es ist für mich sehr, sehr kompliziert. Und ich kann irgendwie je einfacher, je schlichter, je mehr ich erfahre von meiner Seele. Weil das fließt alles in einem.
das Wissen ist eine sehr feine Sache, aber ich habe das ein bisschen von Enneagramm erfahren dürfen. Das ist vor viele, viele Jahren her. Aber ich darf das auch wieder vergessen. Und die Beobachtung von der Gegenwart, die Seele ist ein Wesen, die sehend Gott ist und Gott ihr wiederum sehend. Und das ist so eine Erfahrung, ja, dass ich brauche diese Theorie nicht. Ich finde es irgendwie, natürlich würde man auch gerne Komplimenten erfahren oder einander gegenseitige Komplimente geben, aber wir wissen voneinander, was wir sind. Wir haben das erfahren. Ich meine, ich bin über 70 Jahre, ja, und muss ich das noch bestätigt bekommen von der anderen, dass ich eine Königin oder eine Priesterin bin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, ob und die Dualität, wenn die aufgehoben ist, daran muss ich ständig arbeiten, ja, dass ich nicht urteile über ein System oder es sein lassen, wie es ist. Also ich bin ein bisschen überfordert über die Theorie, ja, dass das so ein Gehäuse ist, was die Simplicity, vielleicht ist es für Sie sehr einfach, aber für mich ist es irgendwie sehr ein intellektuelles Gebäude. Ja, also ich finde, du hast das ganz wundervoll beschrieben, die Archetypen der Seele sind ein sehr komplexes System, ja. Ja. Und es hilft tatsächlich zum einen, sich etwas intellektuell zu erklären, was der Mensch sein könnte und was ich selber sein könnte. Es bleibt für mich allerdings nicht bei diesem Intellektuellen stehen, sondern das ist auch etwas, was ich spüren kann und was mir hilft, in dieses Spüren zu kommen. Und ich sehe es so, dass im Grunde alles, was es gibt, sozusagen Mittel zum Zweck ist. Und ja, und dann habe ich die Erfahrung von je weniger, je mehr. Genau, und das trifft für dich anscheinend in ganz wundervoller Art und Weise zu. Und es ist fast beneidenswert, wie du das geschildert hast. Und für dich ist das der Weg. Und dann gibt es vielleicht andere, für die ist das, was du machst, interessant und wertvoll. Und sie gehen andere Wege zu ähnlichen Zielen. Und deshalb finde ich das so wundervoll, wenn es so vielfältige Angebote gibt, die es ermöglichen, das Göttliche in uns in irgendeiner Weise zu erfahren. Für mich ist auch das Intellektuelle nicht weniger wert als das Emotionale oder das Intuitive. Es sind nur alles unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche Wege, auf denen man sich dem, worum es vielleicht in der Essenz geht, nähert. Und da ist es dann einfach wundervoll, dass es so viel gibt, dass jeder vielleicht das finden kann, von dem er sagt, das fühlt sich an wie mein Weg. Das ist wunderbar. Ich finde, das war eigentlich ein gutes Schlusswort für die heutige Sitzung, für die heutige Begegnung. Ich danke dir ganz, ganz, ganz sehr, Marion. Das war wunderbar. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der aus der Theorie sehr viel lernt und erst darüber einen Zugang zu einer Erfahrung machen kann. Aber es ist eben für jeden anders und ich denke, das hast du so klar gemacht und das ist wirklich wunderbar. Und wer das dann anhören wird, ich hoffe, ihr könnt daraus was mitnehmen und es sind da ganz viele verschiedene Positionen ja genannt worden und ich denke, irgendwas wird für jeden dabei sein und es ist eine Ermutigung, etwas zu tun, um sich selber kennenzulernen und auch weiterzugehen und vor allen Dingen zu dieser Selbstakzeptanz zu kommen, von der Marie Roos zum Beispiel gesprochen hat oder von der du auch gesprochen hast. Das ist dann plötzlich, wenn du
auf irgendeine Art und Weise, Martini macht es anders, ja, aber dass wir dann dazu kommen, ach, das bin ich und so ist es okay. Und das ist doch irgendwas Tolles, ja. Also ich bin dir sehr dankbar, ich bin euch allen dankbar, dass ihr da gewesen seid und es mit den Fragen bereichert hat. Und ich danke damit auch. Würde ich erstmal dieses schließen. Ja, ich danke euch sehr, dass ihr habt mit so viel Interesse und so tollen Fragen, die es mir dann wieder ermöglicht haben, ein paar Dinge zu erläutern. Und ich hoffe, dass ihr euch inspiriert fühlt, jeder auf seine Art. Dankeschön. Ja.